Niemals kann ich diese eigenartige Landschaft vergessen. Die Schwarzen Berge nannten die Apachen sie. Die Weißen hatten vertraglich darauf verzichtet und ihnen das Eigentum ihrer Väter zurückgegeben. Aber im Jahre 1875 strömten die Menschen aus allen Teilen des Landes an den Fuß dieser Berge. Es hatte sich herumgesprochen, dass in den Flüssen Gold zu finden sei. Man hasste die Männer der Kavallerie, die den Leuten verwehrten, das gelobte Land zu betreten und in die Gefilde der Apachen einzudringen. Ich gehörte zu einer dieser Abteilungen, die von einem Mann kommandiert wurde, der der seltsamste und kühnste von uns allen war. Captain Webb Calhoun. Abteilung! Halt! Die Goldgräber sollten das Territorium gestern verlassen, aber sie sind immer noch hier. Haben Sie was anderes erwartet, Captain? Ich erwarte, dass Sie das tun, was wir sagen. Sonst werden die Apachen Sie am Ende noch skalpieren. Apachen? Apachen sind keine in der Nähe. Sonst würde ich sie riechen, Captain. Du hast nur eine Nase für Whisky, Charlie. Komm, steig ab. Da haben wir einen selten schlauen Pfadfinder erwischt. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Das waren Apachen. Von Paktolas Stamm. Also gut, meine Nase hat versagt und Sie haben wieder mal recht. Und was wollen Sie gegen Paktola unternehmen? Wollen Sie so lange warten, bis er uns alle erledigt hat? Halt dein dreckiges Maul! Sergeant Wahrheit! Ja, Sir. Ich will den Kerl hier vorne nicht mehr sehen. Nehmen Sie ihn ans Ende des Zuges und bewachen Sie ihn. Ich werde zwar von der Armee bezahlt, aber deshalb lasse ich mich auch lange nicht von einem eingebildeten Offizier schlecht behandeln. Ruhe, Ruhe, Charlie. Alles, was der Captain will, ist, dass du das Maul hältst und parierst. Es ist in Ordnung, Sir. Corporal Donnelly, reiten Sie mit Muro hinter Charlie am Ende der Abteilung. Gut, Sergeant. Vorwärts! Ich glaube, die halten sich in den Bergen versteckt. Galopp! Hoho! Wie heißen Sie? Ledbetter. Jeff Ledbetter. Sie und Ihre Familie sind wohl lebensmüde. Was wollen Sie damit sagen? Dieses Territorium gehört laut Vertrag den Apachen. Das mag Ihnen jetzt nebensächlich erscheinen. Aber wenn Sie ihnen in die Hände fallen, werden Sie anders darüber denken. Wir haben uns gestern nicht zurückhalten lassen und haben auch nicht die Absicht, das heute zu tun. Weder von Ihnen noch von den Indianern. Aus den Flüssen ist so viel Gold rauszuholen, dass wir in kurzer Zeit reich werden können. Und deshalb bleiben wir. Nur eine Frage. Was fangen Sie mit dem Gold an, wenn Sie Ihren Skalp los sind? Was sollen wir denn machen? Wir können doch nicht wieder umkehren. Wir haben doch alles dafür aufgegeben. So etwas von Leichtsinn habe ich noch nicht erlebt. Nicht einmal Gewehre haben Sie bei sich. Wir haben Gewehre. Was für welche? Zwei nagelneue Repetiergewehre. Genau das, was die Apachen suchen. Kann ich Sie mal sehen? Wo Sie herkennen. Die Apachen halten sich weiter oben in den Bergen auf, nicht hier an den Flussläufen. Vater, die Gewehre sind weg. Wieso? Wo sollen sie denn sein? Ihr beiden wollt uns doch hoffentlich nicht zum Narren halten. Holen Sie die Gewehre, der Captain will sie sehen, verstanden? Ruhig, Sergeant. Er lügt nicht, die Gewehre sind wirklich weg. Sie haben doch einen Hund. Wo ist der? Ach so? Das weiß ich nicht. Der treibt sich sicher irgendwo in der Gegend rum. Er wird nicht wiederkommen. Er ist tot. Dieser Pfeil hat ihn getroffen. Ein Pfeil kann uns nicht einschüchtern. Wir fahren trotzdem weiter. Nein, Sie kehren um, Ledbetter. Geben Sie ihnen für die Rückfahrt eine Wache mit. Ja, Sir, gerne. Moment mal, Moment mal. Wir brauchen keine Bewachung. Wir können allein fahren. Kommt lieber, bevor Sie uns noch Handschellen anlegen wie Verbrechern.
Das war Dawson. Lange Zeit ein unbedeutendes Landstädtchen. Dann aber von Menschen überschwemmt, die vom Goldfieber gepackt waren und die unsere Truppe mit Hass und Ablehnung empfingen. Seid ihr schon wieder da, ihr Hunde? Wie lange wollt ihr uns denn hier noch festhalten, ihr Indianerfreunde? Indianerfreunde, Indianerfreunde! Haltet das Maul und rückt auf! Es wird eine Weile dauern, Sergeant. Übernehmen Sie so lange die Abteilung. Jawohl, Captain. Wir werden hier warten. Weil die Indianer einen Hund getötet haben, denkt ihr, sie sind auf dem Kriegspfad. Bring das Ding weg. Und benehmen wir ein Schwein. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie vielmals. Ihre Soldaten draußen haben wohl bessere Manieren. Die haben wohl noch nie einen Prim ausgespuckt. Bleibt gefälligst zusammen! Verstanden? Hunde, die bellen, beißen nicht. In die Täler kommen die Apachen gar nicht. Das wollt ihr uns nur erzählen. Wenn sie euch skalpiert haben, dann werdet ihr es glauben. Hör nicht auf sein Geschwätz, Murray. Schert euch lieber in euer Vor und spielt Karten. Wir werden mit den Indianern schon fertig. Pistole weg, Murray. Versuch das doch noch einmal. Dann breche ich dir sämtliche Knochen im Leibe. Guten Tag, Webb. Es scheint, dass ich etwas ungelegen komme. Ja, sehr ungelegen sogar. Nicht wahr, Liebling? Sie sind nicht sehr geschmackvoll, Herr Oberst. Das behaupte ich auch gar nicht. Das überlasse ich Captain Calhoun. Der war sogar auf der Kadettenanstalt. Lass mich mit ihm allein. Wir sprechen uns noch. Bleib ruhig sitzen, mein Schatz. Am liebsten möchten Sie mir jetzt einer reinhauen, nicht wahr? Ich weiß viel zu gut, wie viele Jahre ich abzusitzen hätte, wenn ich meinen vorgesetzten Offizier tätlich angreifen würde. Sie haben nicht über Lia zu verfügen. Sie kann sich ihre Gesellschaft aussuchen und trinken, mit wem sie will. Sehr richtig, Herr Oberst. Und sogar mit mir, wenn sie Wert darauf legt. Ja, das kann sie glauben. Schließlich ist sie ja bei Ihnen angestellt. Und wird auch von mir bezahlt, Herr Oberst. Geh jetzt an die Bar, Lia. Oberst Unger hat recht, Webb. Ich gehöre niemand und kann tun und lassen, was ich will. Ein guter Offizier weiß, wann er sich zurückzuziehen hat, Captain. Das sollten Sie auf der Kadettenanstalt auch gelernt haben. Hallo, Schätzchen. Wollen wir einen Schnaps trinken? Schön hier geblieben, verstanden? Sie ist meine Angestellte, Captain. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ich wünsche nicht, dass Sie hier Unannehmlichkeiten machen. Ich fühle mich für dieses Mädchen verantwortlich. Sagen Sie, Captain, ich habe das Gefühl, Sie wissen etwas über Lias Vergangenheit. Warum wollen Sie mir nicht sagen, wer sie ist und wo sie herkommt? Wir haben keine so modernen Waffen. Das liegt nur an Ihren Verwaltungsstellen. Die müssen für die Bewaffnung der Truppe besser sorgen. Ich wollte Sie wegen dieser Gewehre sprechen. Die Apachen haben heute zwei davon erbeutet. Das glaube ich nicht. Das bilden Sie sich nur ein, Captain Calhoun. Noch eins. Ich will weiter nichts als den Goldgräbern Ausrüstung verkaufen. Daran lasse ich mich weder durch die Indianer noch durch die Armee hindern. Sie wissen genau, dass wir mit den Apachen vorsichtig sein müssen. Aber Sie fordern einen Konflikt geradezu heraus. Denn wenn es zum Kampf kommt, würden Sie an Ihren Waffen Millionen verdienen. Und darauf spekulieren Sie, Mr. Jordan. Ich bezweifle, dass Sie überhaupt fähig sind, die Lage richtig zu beurteilen. Ich prophezeie Ihnen, das gäbe nicht nur eine harmlose Schießerei, sondern ein entsetzliches Blutvergießen, ein Abschlachten. Sie übertreiben. Ich glaube, da sehen Sie zu schwarz. Soviel ich weiß, waren Sie im Bürgerkrieg nicht an der Front. Nein, ich bedauere. Das war ich nicht. Bleiben Sie, wo Sie sind, Rennie. Kommen Sie nicht näher. Ich warne Sie. Ach, ich will Sie doch nur was fragen, Sergeant. Wer sorgt jetzt eigentlich für die Familie Ledbetter? Die Armee?
Pistolen raus! Sie bereiten euch einen ebenso unfreundlichen Empfang, wie ihr ihnen an der Grenze, Captain. Pistolen! Zurück! Rechts um, in Linie, Trab! Vorwärts! In zweier Reihe! Vorwärts! Galopp! Ja, Sir. Ist Leutnant Curtis Patrouille schon zurück? Ja, seit 5 Minuten. Den Schwing! Galopp! Ich habe eine Idee. Wir könnten uns ums Pferdeputzen drücken. Wir schenken unsere Pferde der Infanterie. Die können nicht reiten und geben sie weiter ins Depot. Und ihr wisst ja, dort sitzen lauter Etappenhengste. Die verkaufen sie weiter an eine Pferdeschlechterei. Ich prophezeie euch, dass man uns von da ab täglich ein frisches Beefsteak vorsetzen wird. Ich weiß nur nicht, ob uns Beefsteak vom Pferd schmeckt. Hängst du nicht an deinem Pferd? Na, selbstverständlich. Ich denke nur mal an mich. An dich? Wieso? Ich bin auch hungrig und todmüde. Aber glaubst du, dieser Gaul würde mich füttern oder abreiben oder in mein Bett bringen? Nein, der denkt immer nur an sich und nie an mich. Oh, du Spinner. Du bist wirklich verrückt. Pferde sind überflüssig für die Kavallerie. Überflüssig? Selbstverständlich. Das will ich dir gleich beweisen. Es gab eine ganze Armee ohne Pferde. Das glaubst du oder nicht? Hey Murray, du bist doch bei der Südstaatenarmee gewesen. Du musst doch zugeben, ihr hattet kein einziges Pferd, als ihr euch damals ergeben habt. Während der Belagerung sind wir halb verhungert. Was blieb uns also übrig? Wir haben unsere Pferde gefressen. Na, da hätte ich keinen Bissen runtergekriegt. Du wolltest doch Beefsteak aus deinem Pferd machen lassen. Wer sagt denn das? Bist du wahnsinnig? Ich glaube, das schlaue Biest hier hat jedes Wort verstanden. Einen Augenblick, Leutnant Kötter. Sie haben gestern gemeldet, dass Sie die Familie Ledbetter aufgefordert haben, das Grenzgebiet zu verlassen. Ja, Sir. Ja, und darauf kehrte sie um. Sie waren heute immer noch da. Sie hätten sie begleiten müssen. Wenn die Apachen sie erwischt hätten, wäre es ihre Schuld gewesen. Ja, Sir. Wenn das nochmal passiert, werde ich Meldung machen. Haben Sie mich verstanden? Ja, Sir. Galoon! Sie haben eine merkwürdige Auffassung. Wenn nur Ihre Apachen bei guter Laune bleiben. Diesem Pack scheinen Sie mehr Rechte einzuräumen als den Weißen. Das habe ich schon lange gemerkt. Aber diese Rothäute werden bald nicht mehr über uns lachen. Darauf können Sie sich verlassen. Was ist los? Stört Sie das? Auf der Kriegsschule erlaubt sich wohl kein Offizier, die Bluse offen zu tragen. Einen Moment noch. Charlie Gress muss von meiner Truppe versetzt werden. Was haben Sie gesagt? Einen Moment noch? Ja, ich wollte Sie einen Moment sprechen. Sie meinen wohl, Sie bitten darum, mich sprechen zu dürfen. Jawohl, Herr Oberst. Sehen Sie, das gefällt mir schon besser. Vergessen Sie gefälligst nicht, was Sie auf der Kadettenanstalt gelernt haben, Captain. Meldung von Korporal Eyre aus der Nachrichtenabteilung. Die Ersatzmannschaften sollen morgen früh im Fort eintreffen. Sergeant Barhead. Herr Oberst? Ich kann keine Sergeanten leiden. Nein, Herr Oberst. Ich war selbst 8 Jahre lang einer und weiß daher, dass die Sergeanten die Offiziere hassen. Ja, Herr Oberst. Verzeihung, nein. Aber die Offiziere hassen die Sergeanten genauso. Es beruht also ganz auf Gegenseitigkeit. Besonders verhasst sind mir die Sergeanten, die nicht wissen, wer ihr Vorgesetzter ist. Eine Zeit lang ist Captain Calhoun hier Kommandant gewesen. Aber jetzt dürfte auch der Dümmste gemerkt haben, dass ich hier das Kommando übernommen habe. Also halten Sie gefälligst den Dienstweg ein. Das rate ich Ihnen, Sergeant. Denjenigen, der nochmal Captain Calhoun eine Meldung zuerst macht, den lasse ich einsperren, bis er schwarz wird.
Ja, Oberst. Wegtreten! Sie finden sein Verhalten selbstverständlich in Ordnung. Sie halten sich wohl für einen, sagen wir, sehr fähigen Offizier. Und nur deshalb, weil Sie die Offiziersakademie in West Point mit Auszeichnung absolviert haben. Ich habe von der Pike auf gedient und fünfmal so lange gebraucht, um Offizier zu werden. Mir kann so leicht kein anderer etwas vormachen. Am wenigsten jemand mit verschrobenen Ideen. Wünschen Sie noch etwas, Captain? Ich muss Sie dringend sprechen, Sir. Ich werde Sie rufen lassen. Im Moment habe ich zu tun. Danke, Sir. Entschuldigen Sie, Herr Leutnant, ich habe eine Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht. Ja, was ist denn? Bitte fassen Sie es nicht als Respektlosigkeit auf. Aber warum ist eigentlich der Posten eines Unterleutnants so unbeliebt? Also schießen Sie los. Ich weiß ja, dieses Thema ist Ihr Steckenpferd. Und jeder, der mit Ihnen auf Patrouille geht, muss es über sich ergehen lassen, Sergeant. Ich würde sonst was darum geben, wenn ich die Antwort wüsste. Ein Gemeiner möchte gerne Korporal sein und ein Korporal lieber Sergeant. Aber kein Sergeant würde mit einem Unterleutnant tauschen. Ein Captain ist froh, dass er Captain geworden ist. Major und Oberst sind sowieso mit ihrem Rang zufrieden. Nur der Unterleutnant schimpft, weil er Unterleutnant ist. Hören Sie mir überhaupt zu? Natürlich, aber ich halte die Augen auf. Ja, auf einer Patrouille muss man seine Augen überall haben. Dahin sehen und dahin sehen und vielleicht auch mal dahin sehen. Sehen Sie mal da drüben, Sergeant. Rauch. Vor ein paar Minuten hat es noch viel mehr geraucht, Sir. Wir müssen sofort hin. Abteilung! Ich würde Ihnen raten, nicht direkt darauf zuzureiten. Warten Sie lieber noch einen Augenblick. Murray, Sie wissen doch, dass niemand von uns Unterleutnant werden will. Daher müssen wir aufpassen, dass Ihnen nichts passiert. Kommen Sie später nach. Wir geben Ihnen ein Zeichen. Und stößt den Kriegsruf der Apachen aus. Weshalb denn? Vielleicht antworten Sie. Das tun die Indianer nur, wenn sie jemand wie die Pest hassen. Sie verbrennen sonst keine Gewehre. Dazu brauchen sie viel zu nötig. Dies gehört jemand, den sie aufs Tiefste verachten. Tja, wer mag das bloß gewesen sein? Jemand, der für sie freiwillig war. Sehen Sie sich mal diese Spuren an, Leutnant. Ein Wagen ist bis hierher gekommen, hat gewendet und ist wieder zur Grenze zurückgefahren. Aber der Mann, der den Wagen begleitet hat, ist den Fußspuren nach nicht wieder umgekehrt. Gefangen genommen haben Sie ihn auch nicht. Irgendwo muss er doch geblieben sein. Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Aber wo... Charlie Gress. Nehmen Sie die Leiche herunter. Wir bringen sie ins Fort. Das wollen wir lieber lassen, Sir. Die Apachen haben die Weißen zurückfahren lassen, aber ihn haben sie auf ihre Art bestraft. Hörte zu ihrem Stamm und hat sie an die Weißen verraten. Er hat auch immer noch seinen Skalp. Den haben sie ihm gelassen, damit man in den ewigen Jagdgründen erkennt, dass er ein Verräter war. Lassen wir ihn hier.
Die Apachen wollen nicht, dass man ihnen ihre Toten wegnimmt. Sie sind abergläubisch. Er hat von der Armee Geld bekommen. Wir haben die Verantwortung. Wir nehmen ihn mit. Hoffentlich war das vorhin ein richtiger Fuchs, der gebellt hat und nicht einer von ihren Spähern, die jede Bewegung von uns beobachten. Der Oberst will mich sprechen? Ja, Sir, Sie werden erwartet. Ich dachte schon, Sie lassen sich gar nicht mehr sprechen. Sie haben mich 24 Stunden warten lassen. Wo haben Sie denn gelernt, in einem solchen Ton mit Ihren Vorgesetzten zu reden? Sir, Captain Calhoun meldet sich auf Befehl seines Kommandanten zur Stelle. Na bitte. Vorher klang das so, als ob Sie mit einem Sergeanten sprechen. Das bin ich mal gewesen. Aber ich glaube, ich habe mich in 12 Jahren etwas verändert. Ich habe Sie vor 12 Jahren nicht gekannt. Sie meinen, vor 12 Jahren haben Sie meinesgleichen übersehen. Für euch Offiziere aus West Point fing der Mensch ja erst beim Leutnant an. Aber trotzdem bin ich heute Ihr Kommandant. Immerhin beachtlich für einen ehemaligen Sergeanten. Und ich habe Sie um 2 Dienstgrade überflügelt. Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Was Sie nicht sagen. Es frisst Sie innerlich auf. So ist es doch. Sagen Sie mir ehrlich Ihre Meinung über mich. Sie verdanken Ihre Karriere gewissen politischen Kreisen. Und wie kommen Sie zu der Vermutung? Durch Ihre Versetzung auf diesen Posten. Er ist für diese Leute besonders wichtig. Und Sie können ihnen sehr nützlich sein. Man trägt sich mit der Absicht, die Apachen aus ihrem Territorium zu vertreiben. Und dazu braucht man Sie. Sie bilden sich wohl sehr viel auf Ihre Kombinationsgabe ein, was? Und Sie glauben wohl auch, dass man mit übertriebenem Edelmut und falscher Nachgiebigkeit im Leben weiterkommt. Wir haben es mit Indianern zu tun. Mit denen wir einen Vertrag haben. Was heißt Vertrag? Soll deswegen eine ganze Nation in ihrer Entwicklung stehen bleiben? Wir müssen uns weiter ausbreiten. Wir können vor den Schwarzen Bergen nicht Halt machen. Es muss irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Je eher, je besser. Die Armee hat dafür zu sorgen, dass die Verträge eingehalten werden. Das Hauptquartier hat es ausdrücklich befohlen. Daran können auch Sie nichts ändern. Calhoun, ich warne Sie. Seien Sie nicht so überheblich. Was wissen Sie denn schon von den Plänen der Armee? Da bin ich besser informiert. Vielleicht über die Pläne gewisser politischer Drahtzieher. Gehen Sie jetzt. Gehen Sie, sonst werde ich Sie wegen Ungehorsams festsetzen lassen. Weshalb wollten Sie mich sprechen, Sir? Heute Abend kommt der Ersatz. Für Ihre Abteilung sind 2 Mann dabei. 2 Mann nur? Wahrscheinlich wieder Strafversetzte. Ganz recht. Ich denke doch nicht daran, Ihnen gute Leute zuzuteilen. Die brauche ich, wenn es gegen die Apachen geht. Für diese Mustersoldaten habe ich in meiner Abteilung keine Verwendung. Bringen Sie denen Ihre Kadettenmanieren bei. Das ist alles. Was ist los? Wir bringen Charlie Grass, Sir. Er hat ein paar Goldsucher... Leutnant Cutter! Sie haben mir die Meldung zu machen und keinem anderen, verstanden? Wir bringen Charlie Grass, Sir. Die Apachen haben ihn getötet. Die Apachen? Schöne Vertragspartner. Er war Angestellter der Armee. Calhoun, lassen Sie die Garnison antreten. Wir machen eine Strafexpedition. Einen Augenblick, Sir. Was ist aus den Leuten geworden, die er geführt hat? Die Bedfords? Die sind wieder in Dawson. Wir haben uns auf dem Rückweg erkundigt. Sie sehen, die Apachen haben den Vertrag nicht gebrochen, Sir. Sie haben die Bedfords in Frieden abziehen lassen. Charlie Grass hat gestern Abend den Dienst quittiert. Laut Vertrag dürfen die Indianer mit ihren Stammesgenossen nach ihren Gesetzen verfahren. Wir haben keinen Grund, gegen sie vorzugehen. Setzt die Hüte ordentlich auf! Ihr da auch! Das wollen Soldaten sein. Werft die Leiche weg. Grabt sie ein, wo ihr wollt. Aber nicht hier im Vor. Alle mal herhören. Wenn ich jetzt eure Namen aufrufe, ihr Hammel,
Dann nehmt ihr eure Sachen und spritzt rüber nach rechts. Da stehen die Korporäle von euren neuen Abteilungen. Shipley, 4. Reiter Ohio, Trupp B. Trupp B. Nicht übel. Aus denen werden noch mal Soldaten. Na, vielleicht werden sie sogar befördert, bevor sie ins Gras gebissen haben. Wenn es nach mir ginge, müsstest du sofort einen Orden bekommen, weil dein sonniges Gemüt die Moral jeder Truppe hebt. Stretten, 1. Schützen Pennsylvania, Trupp D. Wales, Offiziersanwärter. 2. Infanterieregiment Vermont, Trupp D. Emas. 3. Kavallerieregiment Arizona. Auf Wunsch deiner ehemaligen Abteilung hierher strafversetzt. Sind Sie nicht Regimentsmeister im Boxen gewesen? Strafversetzt wegen Glücksspiels. Da haben wir ja einen Feindersatz bekommen. IOT, 4. Schützenbrigade New York. Auf Wunsch seiner ehemaligen Dienststelle hierher strafversetzt. Ständige Trunkenheit im Dienst. Ja, das werden wir dir hier schon austreiben. Eine sage ich dir. Wahrheit. Ja, Sir. Achtung! Rührt euch! Lesen Sie bitte nur die Liste vor. Ihre persönlichen Kommentare sind überflüssig. Das stammt nicht von mir, Sir. Das hat mir alles der Sergeant von der Ersatzabteilung gesagt. Hat er Ihnen auch von einem Mann namens Rioti erzählt, der 4-mal wegen Tapferkeit vor dem Feinde ausgezeichnet worden ist? Nein, Sir. Oder von einem Mann namens Emers, der durch seine Unerschrockenheit einen Apachenangriff abgewehrt hat. Er hat 3 von Ihnen im Nahkampf getötet. Wie kann mir der Sergeant denn so einen Bericht geben? Wenn ich dieses Waschweib das nächste Mal treffe, da sage ich ihm aber gründlich meine Meinung. Teilen Sie Rioti und Emers meinem Trupp zu. Lassen Sie wegtreten. Ja, Sir. Emers, Rioti, Trupp A. Zu mir. Achtung! Abteilung! Wegtreten! Vier Tapferkeitsmedaillen? Weißt du, ich bin noch nicht lange dabei. Übrigens möchte Miss Wilson Sie sprechen, Sir. Danke. Mein Respekt, Sie haben den beiden Neuen wieder Selbstvertrauen gegeben. Ich wäre beinahe selbst auf Ihren kleinen Schwindel mit den 4 Tapferkeitsmedaillen und den 3 Apachen reingefallen, Sir. Alles bloß Taktik, Sergeant. Mhm. Selbstvertrauen stärkt den Charakter. Mhm. Und nichts spornt so an wie eine richtige Anerkennung. Jetzt werden die beiden sich aber verdammte Mühe geben, ihren guten Ruf nicht zu verlieren. Sie haben heute wieder 2 tüchtige Leute dazu bekommen. Nur einen, Sergeant. Emers hat sich nämlich freiwillig in dieses abgelegene Fort hier versetzen lassen. Sie wissen, was das heißt. Ja. Die Leute haben Urlaub bis Mitternacht. Jaui! Wer war das? Kam das jetzt von links oder von rechts? Ach nein, von mir. Ich dachte, das war dein Pferd. Moro, lassen Sie diese Albernheiten und nehmen Sie sich zusammen. Ja, Sir. Du bist ein alter Idiot. Danke vielmals. Corporal Dunlane, ich möchte wissen, wann Sie die Güte haben, endlich Ihr verdammtes Maul zu halten. Alles in Ordnung, Sir. We're marching off for Sitting Bull, and this is the way we go. 40 miles a day on beans and hay in the regular army, oh. But then the Hogan moved a mile on the tape of the sergeant's boot. The drums will roll upon my soul, this is the style we go. 40 miles a day on beans and hay in the regular army, oh. Einen Augenblick. Kein Mensch hat euch Hammel wegtreten lassen. Achtung! Da drinnen erwarten euch keine Freunde. Die Goldgräber haben kaum Geld, um sich einen Schnaps zu kaufen. Sie glauben, das sei unsere Schuld und hassen uns. Lasst euch nicht herausfordern und bleibt unter euch. Und besauft euch nicht. Das ist alles, Sergeant. Abteilung! Wegtreten! Was wollt ihr Indianerspitzel denn schon wieder? Ihr dein Maul stoppen, nicht so eilig, hebt ihr den Burschen für später auf. Zuerst bring uns mal einen Whisky. Könnt ihr euch denn überhaupt einen Schnaps leisten? Glaubst du vielleicht, wir tragen die Uniform umsonst? Wir kriegen was dafür. $13 im Monat. Zähl nach. 13. Diese Runde für mich, verstanden? Wenn ich abends meinen Whisky trinke, vergesse ich die ganze Welt. Wie ein Bosen. Oh, oh. Bist du wirklich 4-mal wegen Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet worden, Rioti? Was meinst du? Ach so, ja.
Und du hast jedes Mal vorerst einen gehoben? Ach, was, ein tapferer Mann braucht doch so ein Zeug nicht, um sich Mut anzutrinken. Ich weiß nicht. Ich selbst bin noch nicht im Krieg gewesen, aber mein Bruder. Er ist gefallen. Wenn er auf Urlaub gekommen ist, bin ich immer sehr stolz auf ihn gewesen. Er hat leider keinen Orden bekommen. Mit Schnaps hätte er es vielleicht geschafft. Ach, das ist ja Unsinn, man braucht's nicht. Ich jedenfalls nicht. Gewiss, ich trinke es gern. Aber ich kann auch drauf verzichten. Das finde ich wirklich großartig. Erzählen Sie doch mal, wofür haben Sie denn Ihre Orden gekriegt? Also, es war in der Schlacht bei Gettysfeld. Burg. Natürlich, Burg. Hier stürmten die Feinde auf mich zu, etwa 2 oder 3 Dutzend. Da war ich. Einsam und allein. Ja. Guten Abend, Sir. Ist Miss Wilson in Ihrem Zelt? Ja, Sir. Ich wollte nur... Es ist mir gleich, was Sie wollen. Sie sind neu bei uns, Leutnant Kötter. Und zur Begrüßung der Neuankömmlinge findet in einigen Tagen ein Ball statt. Das ist sehr anstrengend. Gehen Sie deshalb lieber früh schlafen. Ja, Sir. Ich wollte nur noch mal schnell in die Bar gehen. Was wollen Sie denn da, Leutnant? Mir mein Schlafmittel holen. Bei uns in Massachusetts haben wir das als Kinder bekommen, bevor wir ins Bett gegangen sind. Es ist ganz harmlos, Sir. Man mischt einen doppelten Rum mit etwas Brandy, einem Whisky und etwas Gin. Leutnant Cutter, reiten Sie zurück ins Fort. Legen Sie sich ins Bett. Aber ohne Schlafmittel. Ja, Sir. Wer ist da? Wen erwartest du denn? Hunger oder Jordan? Guten Abend, Webb. Warum gibst du dich mit diesen Leuten ab? Kommst du, um mir Vorwürfe zu machen? Ja, weil du mich nicht heiratest. Früher wolltest du mich heiraten. Nein, das ist nicht wahr. Du hast dich sehr verändert. Ich frage mich, weshalb. Hat Unger solchen Einfluss auf dich? Wieso Unger? Ich dulde es nicht. Jordan ist mein Chef, wie du ja weißt. Er ist sehr großzügig zu mir. Ich wahre seine Interessen, weiter nichts. Das musst du doch einsehen. Warum das alles? Das gehört zu den Pflichten einer Barsängerin. Sag nicht so etwas. Es ist aber so. Seitdem du hierher gekommen bist, weichst du mir aus. Was wollte der Leutnant von dir? Leutnant Cutter? Ach Gott, der wollte mich etwas fragen. Was wollte er fragen? Das würdest du nicht verstehen. Es gibt hier keinen Mann in der Gegend, ob Goldgräber oder Soldat, mit dem du nicht lieber zusammen wärst als mit mir. Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Bist du nur hierher gekommen, um mir aus dem Wege zu gehen? Ich hatte gehofft, wir würden uns besser verstehen. Besser als in Morriston. Aber ich habe mich getäuscht. Es war umsonst. Hast du nicht manchmal Sehnsucht nach Morriston? Du hast kein Verständnis für mich, Donlin. Und ich brauche nun mal Verständnis. Und in meiner Stimmung kann ich das richtige Verständnis nur bei einer Dame finden. Meine Verehrteste, gestatten Sie, dass die Elite der Armee, meine Freunde und ich, Sie höflich zu einem kleinen Schnaps an der Bar einladen. Erlauben Sie? Mein Fräulein? Ach, die Soldaten gehen mein aus. Verzeihung. Bitte Whisky. Hoffentlich hat sie nicht so viel Verständnis. Was soll das heißen? Glauben Sie, dass jemand hier im Lokal weiß, wo in den Bergen Gold zu finden ist? Warum? Ich möchte mich mal darüber unterhalten. Die Leute hier sind ziemlich misstrauisch. Die sprechen nicht gern mit Soldaten. Vor allem nicht mit jemand von Kaluns Truppe. Ich habe dich rufen lassen, um dir zu sagen, dass morgen Goldgräber über die Grenze gehen werden. Die gestern am Grenzfluss gewesen sind? Sie wollten schon gestern rüber, aber Jordan hat sie zurückgehalten. Er wird diesen Plan nicht ohne Grund aufgegeben haben. Was hat er vor? Das weiß ich nicht. Sollte er etwa... Ah, Sieh da, Captain Calhoun. Was suchen Sie denn zu so später Stunde hier? Finden Sie das richtig, hier unangemeldet hereinzukommen? Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach tun sollen? An die Zeltwand klopfen? Fertig, mein Schatz. Bitte. Du brauchst nur mit dem auszugehen, mit dem du willst. Das weiß ich. Da haben Sie's. Sie können der Dame nicht verbieten, mir Gesellschaft zu leisten.
wenn Sie hungrig sind, Captain, empfehle ich Ihnen das Restaurant. Essen Sie ein saftiges Steak. Das bringt Sie am schnellsten über Ihre Niederlage hinweg. Man muss auch mit Haltung verlieren können. Ich kann Ihnen leider nicht so antworten, wie ich möchte. Daher gehen Sie mir lieber aus dem Wege, ehe ich mich vergesse. Was ist denn mit dir los, Amos? Langweilst du dich? Oder hast du Sehnsucht danach, wieder mal ein paar Indianer im Nahkampf umzulegen? Ich bin noch nie einem Indianer im Nahkampf begegnet und Rioti hat noch nie eine Auszeichnung bekommen. Dieser Captain Calhoun ist ein Lügner. Wer ist ein Lügner? Moment mal. Der Captain hat den Sergeanten nur gefragt, ob er von einem Mann namens Amos gehört hat. Er hat aber nie behauptet, dass du die drei Apachen getötet hast. Das gleiche gilt für Rioti. Ich sehe daran keine Lüge. Captain Calhoun hat euch beiden nur beweisen wollen, dass er euch von jetzt an etwas zutraut. Und dass er euch eure Vergangenheit überhaupt nicht übel nimmt. So war das bei uns allen. Wir waren alle keinen Cent wert. Darum hat man uns in Calhouns Trupp versetzt. Aber dem Captain war das völlig egal. Und jetzt sieh uns an. Wir sind das Stolz des Regiments. Das hat niemand als Calhoun fertiggebracht. Jeder von uns geht durchs Feuer für ihn. Benton wird dir das bestätigen. Sag mal, sind das die Redbetters da drüben? Die Goldgräber, die ihr an der Grenze geschnappt habt? Ja. Ich lade sie zum Schnaps ein. Sie haben dich doch gar nicht darum gebeten. Lass ihn in Ruhe und fang keinen Streit an. Du weißt genau, Captain Calhoun erwartet von uns, dass wir uns anständig benehmen. Stimmt, Sergeant. Es war auch nicht so gemeint. Na, dann ist gut. Hey, wo willst du denn hin? Kann ich nicht mitgehen? Mitgehen? Ich will mir doch bloß die Nase pudern. Dabei kannst du mir nicht helfen. Doch, doch, dabei helfe ich dir. Lass das Mädchen in Ruhe, verstanden? Was geht denn dich an? Hallo, was ist denn los? Donlin, du setzt dich jetzt hin. Und du auch, Muro. Ich glaube, hier gibt's gleich dicke Luft. Mhm. Vielleicht können wir bei dieser Gelegenheit den Brüdern eins auswischen. Von uns kriegst du keine Antwort auf deine Frage. Und von jemand, der zu Calhouns Truppe gehört, lassen wir uns nicht zum Schnaps einladen. Ich kann Calhoun ebenso wenig leiden wie du. Ist das wahr? Natürlich. Na gut, ich will dir glauben. Also trinken wir einen zusammen. Sie sollen ein ganz guter Boxer gewesen sein. Oder ist das bloß Gerede? Ja, ja, nichts als Gerede. Ja, das ist die beste Art, einem Kampf aus dem Wege zu gehen. Im Übrigen kann ich daran, wie ein Mann einen Schlag abfängt, sofort feststellen, ob er Boxer war. Beweisen Sie doch, dass Sie nicht lügen. Na gut, das kannst du haben. Dann sieh dich vor, du Großmaul. All of us like to believe we're the kind who can take love or leave it alone. Well, maybe it's true, but sometimes do you find you keep thinking of someone you've known? Is there someone lonely for you tonight? Someone sweet from out of the past? Are there tears that fall when memories recall all the love you shared somehow didn't last? Is there someone waiting for your return with a heart that always is true? Is there someone lonely who longs for you only? And by chance... Geh von dem Kerl weg, verstanden? Hol deine Trompete. Oberst, Sie müssen sofort eingreifen. Jordan, wenn Sie es wünschen, werde ich selbstverständlich eingreifen. Aber ich glaube, es wird nicht so schlimm sein. Nein, ich glaube auch. Lassen Sie erlauben.
Wahrheit! Ja! Ja, Sir! Lassen Sie draußen antreten! Also los! Habt ihr nicht gehört? Raus mit euch, aber schnell! Ich weiß, dass Sie diese Schlägerei absichtlich provoziert haben. Das werden Sie bereuen. Warum konnte dieser Kaloon nicht ein paar Minuten später hierher kommen? Wirklich zu dumm. Seine Leute wären erledigt gewesen, wenn die Schlägerei noch länger gedauert hätte. Sie sind alle da, bis auf Emers. Er hat mit den Ledbetters zusammengesessen. Da stimmt doch was nicht. Das Gefühl habe ich auch. Reiten Sie ins Vor zurück. Ja, Sir. Links schwenkt, Marsch! Ich warte schon auf Sie. Steigen Sie ab. Nanu, was ist denn? Sind Sie ganz allein hier, Captain? Wo sind denn Ihre Leute? Die brauche ich nicht, Emers. Ich weiß, Sie haben sich nur hierher versetzen lassen, um zu desertieren. Sie wollen über die Grenze und in den Bergen nach Gold graben. Kommen Sie runter, los. Mit Vergnügen. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Ich habe zwar keine Apachen getötet, aber ich war wirklich Boxmeister in der Armee. Ich hätte Sie auch verhaften lassen können. Aber ich habe kein Interesse daran, dass Sie ein paar Jahre im Gefängnis sitzen. Sehr fürsorglich. Ich werde Ihnen eine Lehre erteilen, dass Sie ein für alle Mal genug haben. Sie desertieren nicht mehr. Aus Ihnen mache ich einen anständigen Soldaten. Verlassen Sie sich drauf. Ja, da bin ich aber gespannt. Also los. Vorsicht, Emers, wir sind nicht im Boxring. Kommen Sie, fangen Sie an. Wie Sie wollen. Hier an der Grenze kämpft man anders. Hier gelten keine Boxregeln. Die Apachen richten sich auch nicht danach. Jetzt werde ich es Ihnen zeigen. Ich kann auf jede Art kämpfen. Von mir können Sie haben, was Sie wollen. Klasse. Große Klasse. Es ist wirklich kein Vergnügen, mit Ihnen aneinander zu geraten. Das wollte ich Ihnen nur beweisen. Vergessen Sie es nicht. Keine Angst. Dafür sind Sie zu deutlich gewesen. Hier. Das sind Jordans Leute. Die sind hinter Ihnen her, weil Sie niemanden über die Grenze lassen wollen. Wir müssen uns vorsehen. Sie wissen, wo wir sind. Kommen Sie.
Heute Nacht wurde ein Mordanschlag auf einen meiner Leute und mich gemacht. Ich glaube, Sie haben damit zu tun, Jordan. Vermutlich waren Sie dabei. Ich werde das schon herausbekommen. Mordanschlag? Lächerlich. Völlig ausgeschlossen. Sie irren sich. Jordan, Sie stehen unter Mordverdacht. Ach, Sie leiden ja an Verfolgungswahn. Wenn ich es beweisen kann, gehen Sie lebenslänglich ins Gefängnis. Sie sollte man einsperren. Es ist ein Verbrechen, wie Sie durch Ihre Dickköpfigkeit den Menschen hier das Leben zur Hölle machen. Schwatzen Sie kein dummes Zeug. Webb, lass ihn doch reden. Wissen Sie, was ich mit diesem verdammten Vertrag machen würde? Zerreißen. Das wäre das einzig Richtige. Wenn ich Politiker wäre, würde ich rücksichtslos vorgehen. Ich würde das reiche Land da drüben erschließen und nicht ein paar Indianern überlassen. Aber was machen unsere Politiker stattdessen? Sie schlafen. Oder sie schleichen ängstlich wie die Katzen um den heißen Brei. Im Augenblick kann ich Sie nicht ernst nehmen. Sie sind viel zu betrunken, Jordan. Stehen Sie auf! Ich habe heute Nacht einen von diesen Leuten angeschossen. Ich will feststellen, ob Sie es sind. Bewegen Sie mal die Arme. Sie habe ich also nicht getroffen. Komm, wir bringen ihn runter. Hände weg. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Stehen Sie bitte alle auf. Kommen Sie her, Leppetter. Strecken Sie die Arme seitwärts aus. Und jetzt bewegen Sie sie. Los, rauf und runter. Das genügt. Und der andere macht jetzt dasselbe. Rauf und runter, los. Soll ich mit den Flügeln wie ein Adler oder wie eine Krähe schlagen? Von mir aus wie ein Spatz. Hauptsache, du bist nicht lahm. Genügt das? Oder können wir ihnen sonst noch einen Gefallen tun? Dann scheint's den Burschen doch schwer erwischt zu haben. Wahrscheinlich ist er schon tot. Und jetzt merkt euch eins. Keiner von euch wird widerrechtlich das Land der Apachen betreten, solange wir einen Vertrag mit ihnen haben. Die Armee wird ja auch mal abziehen. Und dann... Die Armee bleibt hier. Aber Renny, komm doch zu dir. Los, wach auf. Das ist gestern beim Gewehrreinigen passiert. Das stimmt. Ich war dabei. Wir waren alle dabei. Wir haben alle gesehen, wie es passiert ist. Und das soll ich euch glauben? Ganz bestimmt, Captain. Manchmal wünsche ich wirklich, dass ihr dahin kommt, wo ihr hin wollt. Die Apachen würden euch euer Goldfieber schon abgewöhnen. Uns glaubt ihr ja nicht. Die jungen Leute von heute haben wirklich keine Manieren. Leutnant Cutter verspätet sich über eine Stunde. Höflichkeit ist das Wenigste, was wir auf der Kadettenschule gelernt haben sollten. Warum müssen wir auf Leutnant Cutter warten? Warum können wir nicht schon anfangen der zu tanzen? Der Tradition wegen. Tradition, du meine Güte. Aber Alice. Wenn niemand tanzt, brauchen wir auch nicht zu spielen. Also ich muss sagen, noch nie hat jemand die Etikette so verletzt wie dieser Leutnant Cutter. Nehmen Sie mir es bitte nicht übel, aber ich kann solche Mätzchen wie Etikette sowieso nicht leiden. Ja, Herr Oberst, eigentlich kann ich das auch verstehen. Ist ja richtig, ja. Also, meine Herrschaften, warum sollen wir uns noch länger die Beine in den Leib stehen? Wir haben lange genug gewartet. Los, fangen Sie an, Sergeant. Eins, zwei, drei, vier. Muss man Mexiko gesehen haben, um Mexikaner zu sein? Natürlich muss man das. Ich nicht. Ich habe das nicht nötig. Aber wie wär's, wenn wir beide eine Polka tanzen? Tja, sehr gern. Augenblick, Captain. Ich vielleicht um den nächsten Tanz bitten? Aber gern. Und euch beiden kräftig in den Hintern treten? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier wie die Affen herumzuspringen? Lauf rüber zum Stall, aber schnell! Der Stallsergeant hat mich nach zwei Pferdeputzern gefragt. Hübsches Fest. Bloß der Ehrengast Cutter ist nicht anwesend. Ja. Ich fürchte, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Ihnen ein Gerücht zu melden. Was für ein Gerücht?
Ich habe gehört, dass Paktola und sein Stamm die Berge verlassen haben und einen großen Raubzug durchführen wollen. Ist das bloß ein Gerücht? Oder wissen Sie Tatsachen? Bis jetzt noch nicht. Es sind nur Vermutungen. Aber Sie sollen sich auf einige Farmen zubewegen, die dicht an der Grenze liegen. Ich bin der Überzeugung, Paktola will sich für einige Grenzverletzungen an den Goldsuchern rächen. Das soll er nur wagen. Meine Truppen sind in 5 Minuten kampfbereit. Moment. Es ist nur ein Gerücht bisher. Und warum wollen Sie die Apachen unbedingt von einer Sache abhalten, für die Sie sie hinterher strafen können? Schon möglich, dass Sie recht haben. Auf jeden Fall sehe ich, dass Sie den Apachen dasselbe Schicksal wünschen wie ich. Selbstverständlich. Na, haben Sie in den letzten Tagen wieder Schwierigkeiten mit den Grenzgängern gehabt, Captain? Nein, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendetwas in der Luft liegt. Vielleicht wissen Sie, was es ist. Ich habe nur gehört, dass sich die Apachen der Grenze nähern. Ach du Donnerwetter. Es ist meine Schuld, dass wir so spät kommen. Ich habe so lange für meine Toilette gebraucht. Ich hoffe, Sie haben uns nicht allzu sehr vermisst. Nein, man hat schon angefangen zu tanzen. Bitte bringen Sie mir mein Cape, Charlie. Ich möchte nach Hause gehen. Ich fühle mich hier plötzlich nicht mehr wohl. Bitte, Mrs. Worth, entschuldigen Sie. Bitte holen mir auch meinen Mantel. Aber Alice, wir können doch nicht einfach so weggehen. Das wäre unhöflich gegen Cutter. Wieso unhöflich? Du hast doch schließlich einen höheren Rang. Einen Augenblick. Sie können Ihre Dame wieder nach Haus bringen. Sie sehen ja, es wird sowieso nicht mehr getanzt. Wirklich? Wir haben ja eben erst angefangen zu tanzen. Nein, der Tanz ist abgebrochen worden. Entschuldigen Sie bitte, aber wegen verschiedener Damen hier kann ich Miss Wilson nicht gestatten zu bleiben. Ja, aber es tut mir wirklich leid, Miss Wilson. Das wusste ich nicht. Das ist mir furchtbar peinlich. Ich bin hier nicht gern gesehen. Glaubst du nicht auch? Ich bring dich nach Haus. Captain, überlassen Sie das mir. Sie erlauben doch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, Leutnant Cutter. Bringen Sie das Cape zurück, ich bleibe. Die Luft ist inzwischen wieder rein. Gute Nacht, Oberst. Gute Nacht. Ich möchte bei Ihnen noch einen Schnaps trinken. Nein, ich verabschiede mich jetzt. Den Schnaps können Sie bei Jordan trinken. Ich will aber keinen Schnaps bei Jordan trinken, sondern hier bei dir. Und zwar gleich. Verstehst du? Unverschämtheit. Und jetzt fahren Sie zurück, verstehen Sie? Du, was? Also, wenn du nicht willst, dann lassen wir es bleiben. Gute Nacht. Schlaf schön, ich trinke meinen Schnaps bei Jordan. Verzeih bitte, dass ich dir gefolgt bin. Es war ein Fehler von mir, überhaupt auf dieses Fest zu gehen. Das hätte ich nicht tun sollen. Es tut mir leid. Ich gehöre nicht in deine Kreise, Webb. Ich hoffe, dass du das heute Abend endgültig gemerkt hast. Lia, warum bist du nicht vernünftig? Keiner würde es wagen, dich so zu behandeln, wenn wir verheiratet sind. Wenn du meine Frau bist, wird man dich respektieren. Glaube mir, keine von diesen Hyänen wird sich dann noch erlauben, dich anzugreifen. Selbstverständlich würden sie höflich sein. In unserer Gegenwart. Aber hinter unserem Rücken würden sie über uns klatschen. Und ich kenne dich, Webb. Du würdest unter ihrer Nichtachtung furchtbar leiden. Und eines Tages würdest du den Dienst quittieren. Daran will ich nicht schuld sein. Nein. Wir dürfen uns nicht wiedersehen. Bitte geh weg.
Du schickst mich für immer fort. Vergiss mich, Webb. Notieren Sie. Gleiche Lage wie gestern. Hier keine Goldgräber gesichtet. Cutter. Blinken Sie zurück. Leutnant Cutter soll mit seinen Leuten ins Fort zurückreiten. Sehen Sie mal, Captain. Das ist sicher Leutnant Mason. Keine Goldgräber gesichtet. Schreiben Sie auf, Sergeant. Dasselbe wie vorhin. Und Leutnant Mason soll ebenfalls zurückreiten. Jetzt sind wir den ganzen Tag auf den Beinen und nichts passiert. Ich wünschte, wir begegneten einem Apachen. Aber nur einem. Was sagst du einem Apachen? Bist du übergeschnappt? Ja, vor Langeweile. Schluss für heute, Barheit. Wir reiten nach Hause. Ihnen was aufgefallen, Sir? Im Moment kam es mir so vor, aber ich kann mich auch täuschen. Die Pferde sollen immerzu geschont werden und wir müssen laufen. Ich bin todmüde und auf den wird Rücksicht genommen. Mir macht so ein Marsch gar nichts aus, wenn ich auf seinem Rücken sitze. Sehen Sie mal da drüben, Sergeant. Ja, die Apachen geben Rauchsignale. Sie haben recht. Sie rufen die einzelnen Stämme zusammen. Es ist ganz deutlich zu sehen. Was soll das? An der Grenze war es heute doch ganz ruhig. Lassen Sie aufsitzen. Jawohl, Captain. Alles aufsitzen. Hast du Angst, Moore? Weil sich jemand eine Suppe kocht? Das möchte ich auch. Abteilung, Marsch! Sie müssen das Bein ruhig halten. Sagen Sie mal, Fischer, wie viele Apachen haben Ihre Farm angegriffen? Und in welcher Richtung sind Sie davongeritten? Darauf habe ich in der Aufregung gar nicht geachtet. Meine Familie, sie haben sie alle umgebracht. Ich habe einen von ihnen angeschossen. Aber er ist mit den anderen entkommen. Sie müssen sich hinlegen, Fischer. Oberst, Sie dürfen das nicht durchgehen lassen. Sie müssen eingreifen. Das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen. Heute ist es schon zu spät, aber morgen früh wird die ganze Garnison ausrücken. Ich werde es dem Gesindel eintränken. Die werden es noch bedauern, dass Sie uns herausgefordert haben. Ich bin froh, dass Sie endlich reinen Tisch machen. Ich würde nichts übereilen. Was soll das heißen? Ich habe unterwegs Rauchsignale gesehen. Die Apachenstämme sammeln sich in ihrem Territorium. Woher wissen Sie das, Captain? Weil ich Ihre Signale genau kenne. Sie behaupten, die Apachen sind im Territorium? Sie haben keine Ahnung. Wir wissen hier besser, was geschehen ist. Die Bande hat die Farm von Fischer verbrannt und die ganze Familie ermordet. Einen unerfahrenen Leutnant könnte man nicht so hinters Licht führen wie Sie. Wie meinen Sie das, Captain Calhoun? Merken Sie nicht, wer Interesse daran hat, dass die Armee und die Apachen sich gegenseitig bekämpfen? Nur ein Mann, Mr. Jordan, der dadurch groß verdienen kann und der vor nichts zurückschreckt. Sie unterschieben Jordan die gemeinsten Dinge, weil Sie ihn nicht leiden können. Verdächtigen Sie ihn etwa auch, dass er diese Familie umgebracht hat? Ich weiß nur, die Apachen waren es nicht. Die sind immer noch in ihren Bergen. Sie werden mich nicht davon abhalten, diese Mordbrenner zur Verantwortung zu ziehen. Die Garnison rückt morgen aus. Aber Sie und Ihre Abteilung bleiben zurück und bewachen das Fort. Sie reden mir nicht mehr dazwischen! Lassen Sie mich mitgehen, Herr Oberst. Ich möchte mit den Indianern verhandeln. Verhandeln, Captain? Ich denke gar nicht daran. Jetzt wird gekämpft und Sie werden das vorbewachen und sich keinen Schritt wegrühren.
Mir ist was aufgefallen, Sir. Na, was denn schon wieder? Wir haben gestern den Rauch im Süden gesehen. Unsere Garnison aber reitet nach Norden. Wenn es also wirklich zum Kriege mit den Apachen kommt, sitzen wir hier ziemlich in der Falle. Sie merken aber auch alles, Sergeant. Stellen Sie Posten auf. Ja, Sir. Abteilung, Marsch! Auf! Führt in die Berge, Sir. Also dann hinterher. Ich würde abraten. Bei Nacht könnten wir zu leicht die Spur verlieren. Leutnant Cutter. Ja, Sir. Wir bleiben bis Sonnenaufgang hier. Muro. Alles in Ordnung? Ihr könnt beruhigt ins Bett gehen. Ich passe auf. Das merke ich. Da kommt nämlich jemand. Steh nicht rum. Gib Alarm. Wache, raus! Oh, Miss Wilson, Sie können doch nachts nicht einfach in der Gegend so herumfahren, da erschrickt man ja. Du zitterst ja, Muro. Hat dir die Dame solche Angst eingejagt? Ich möchte sofort Captain Calhoun sprechen, Korporal. Es ist sehr wichtig. Bitte sehr. Hey, ich möchte lieber drinnen Wache stehen. Mir ist es hier draußen viel zu ungemütlich. Aber dafür ist es an der frischen Luft gesünder. Geradeaus, bitte. Leah! Ich wollte schon früher zu dir kommen, aber ich konnte nicht eher fort, ohne dass es Jordan aufgefallen wäre. Was ist denn? Jordan hat vorhin ein paar Wagen in die Berge geschickt. Sie sind mit Munition und vielen Gewehren beladen. Wenn du sofort aufbrichst, könntest du sie noch abfangen. Jordan will eine Entscheidung erzwingen. Er versucht, einen Zwischenfall zu provozieren. Damit hat er denn endlich seinen ersehnten Krieg. Webb, du bist der Einzige, der das verhindern kann. Captain Calhoun hat den strikten Befehl, seinen Posten als stellvertretender Kommandant des Forts nicht zu verlassen. Du kannst also nicht eingreifen. Was willst du denn tun? Ich werde die Wagen zwingen, umzukehren. Und was geschieht mit dir, wenn du dem Befehl nicht gehorchst? Kriegsgericht. Ausschluss aus der Armee. Sie können dich doch nicht bestrafen, das wäre unrecht. Von einem Soldaten verlangt man Gehorsam. Wenn ich meinen Posten verlasse, werde ich bestraft. Und das mit Recht. Dann bleibe hier, Webb. Verfolge sie nicht. Dein ganzes Leben wäre zerstört. Du könntest deine Entlassung nicht verwinden. Donlin. Ich werde auch über meine Entlassung hinwegkommen. Und du wirst mir dabei helfen. Das weiß ich. Ich will es versuchen, Webb. Ich danke dir. Ja, Sir? Don Lin, sagen Sie Wahrheit, er soll 5 Mann antreten lassen. Ja. Los, raus aus den Betten! In 5 Minuten wird angetreten, ihr Faulpelze! Verstanden? Fackelt die Pferde, aber zieht die Gurte fest, sonst fallt ihr runter! Hinter dem Felsen. Wir reiten rüber. Aufsitzen. Galopp, vorwärts! Halt! Ah!
Weiter, los! Sie zuerst geschossen oder die Indianer? Sie sind auf uns zugekommen und haben verlangt, dass wir sofort umkehren. Sie haben uns bedroht. Ich will wissen, wer zuerst geschossen hat. Ihr oder die Apachen? Sie haben uns herausgefordert. Wer hat zuerst geschossen? Wir haben zuerst geschossen. Sollen wir warten, bis Sie Gewalt anwenden? Wozu haben wir die Dinger? Sind welche entkommen? Drei oder vier. Wir haben uns nicht weiter um Sie gekümmert. Schöne Schweinerei. Sie wissen wohl nicht, dass Sie alle in höchster Gefahr schweben. In kurzer Zeit werden die entkommenen Apachen mit ihren übrigen Stammesgenossen über sie herfallen. Drehen Sie sofort um, wir bringen Sie nach Dawson. Diesmal werden wir auf keinen Fall umkehren, Captain. Wir haben genügend Waffen, um uns zu verteidigen. Wir fahren weiter. Geben Sie die Gewehre her. Sergeant! Drehen Sie um. Die Apachen sind fort. Ihre Spuren führen nach Süden. Dann reiten Sie direkt auf Dawson zu. Kommen Sie. Da bewegt sich was, Herr Oberst. Da drüben. Ich wurde bei dem Überfall auf die Farm verwundet. Sie werden mich töten. Wer hat das getan? Rennie, wir haben als Indianer verkleidet die Farm angezündet. Wer ist euer Auftraggeber? John. Verrat. Man hat uns getäuscht. Calhoun hat mich gewarnt, aber ich, hirnverbrannter Esel, habe nicht auf ihn hören wollen. Davis? Wie kommen wir auf dem schnellsten Weg zurück ins Fort? Ich weiß eine Abkürzung, aber ich fürchte, die Apachen versperren uns den Weg. Das ist mir egal, wir müssen durch. Jetzt kommt es darauf an! Wir müssen das Fort auf dem schnellsten Weg erreichen! Wenn einer von euch Burschen schlapp macht und nicht seine Pflicht tut, ziehe ich ihn persönlich zur Verantwortung! Galopp! Vorwärts! Halt! Dawson brennt. Das habe ich geahnt. Die Apachen rächen sich für ihre Toten. Aber ich begreife nicht, dass sie so schnell da sind. Das war nicht anders zu erwarten. Wir müssen das Fort erreichen, bevor die Indianer es angreifen. Vorwärts! Los! Abteilung Halt! Wir müssen versuchen, durchzubrechen. Das schaffen wir nicht. Wir müssen sie überrumpeln. Wir haben keine andere Möglichkeit, sonst sind wir verloren. Wie wär's denn mit dem Schluck Whisky, Reiher T?
Glaubst du, dass man durch Whisky Mut bekommt? Man vergisst höchstens, dass man feige ist. Hoffentlich reißt einer von den Trotteln hervor das Tor auf, wenn wir mit dem Wagen angefahren kommen. Trompeter, geben Sie Signal! Kommen zurück. Sie sammeln sich zu einem neuen Angriff. Wir werden es Ihnen schon zeigen, Captain. Wir sind in einer schwierigen Lage. Zwei Gewehrkisten sind weg. Die müssen unterwegs vom Wagen gefallen sein. Ohne Munition können die Apachen nichts mit Ihnen anfangen. Geben Sie unseren Leuten ein paar Karabiner, wenn Sie welche übrig haben. Holen Sie sich ein paar aus dem Magazin. Wahrheit! Muro! Was machst du hier, Lia? Wo sind die Frauen und Kinder untergebracht? In der Kapelle. Warum bist du nicht da? Mrs. Wars und ich sind bei den Verwundeten. Sergeant. Ja, Sir. Wir sprengen wahrscheinlich das Pulvermagazin. Bereiten Sie alles vor. Ja, Sir. Bringen Sie die Frauen und Kinder ins Magazin. Alle. Ja, Sir. Steht es so schlecht? Ich befürchte es. Jordan. Wenn wir hier lebend rauskommen, sorge ich dafür, dass man sie hängt. Auf dem Weg hierher fand ich Rennie und seine Begleiter. Alle tot. Die Apachen haben sie skalpiert. Das habe ich alles nicht gewollt. Warum haben Sie dann den Wagenzug losgeschickt? Sie haben mit dem Zwischenfall gerechnet und wussten, dass daraus der Krieg entsteht. Sie werden Ihrer verdienten Strafe nicht entgehen. Mit diesen Folgen habe ich niemals gerechnet. Das konnte ich nicht ahnen. Das war ein großer Fehler. Muro! Wo sind die Frauen? Sie wollen unbedingt in der Kapelle bleiben. Ich kann es Ihnen nicht übel nehmen. In der Pulverkammer ist es nicht sehr gemütlich. Da fliegt man zu leicht in die Luft. Raus! Sie haben hier überhaupt nichts zu suchen. Warum sind Sie immer noch hier? Das ist gegen Captain Kelluns Befehl. Sie haben uns nichts zu sagen. Es ist angeordnet worden, dass Sie ins Magazin gehen sollen. Hat Sie Captain Kellun zu uns geschickt? Nein, das hat er nicht. Ich weiß, dass Sie mich alle ablehnen. Doch das ist jetzt gleich. Ich bin trotzdem gekommen, um Sie zu warnen. Wir müssen darauf gefasst sein, dass die Apachen das Fort erobern. Deshalb ist es für uns besser, wenn wir ins Magazin gehen. Denn lieber freiwillig sterben, als den Apachen in die Hände fallen. Im Magazin bewahren die Soldaten doch das Pulver auf, Miss Wilson.
Ihr beide seid doch Schwestern, Jessie und Mary, nicht wahr? Wir mussten allein herkommen. Unsere Eltern sind noch in der Stadt. Können wir nicht doch hier bleiben? Nein, Mary, wir müssen rübergehen. Werden die bösen Indianer uns was tun? Nein, Jessie, wir verstecken uns doch. Wenn Sie mitkommen, Miss Wilson, dann gehen wir auch. Das ist lieb von euch. Komm, Mary. Ich bleibe auch nicht hier in der Kapelle. Ich gehe zu Miss Wilson und den Kindern. Ist das die Abkürzung? Ja, aber reiten Sie lieber nicht da lang. Wieso? Das Gelände bietet keine Deckung. Ich würde den alten Weg nehmen. Der ist bestimmt sicherer. Dann reiten wir ja 2 Stunden länger bis zum Fort. Aber... Maul halten, ich gebe hier die Befehle. Vor den Apachen habe ich keine Angst. Und wenn Sie es wagen, uns anzugreifen, dann werde ich schon mit Ihnen fertig. Wir reiten die Abkürzung, Kötter. Zu Befehl, Herr Ober. Galopp! Vorwärts! Gemacht, mein Alter. Was ist denn mit dir? Mach keinen Unsinn, Don Lin. Lass mich. Pass auf dich selber auf. Du kannst mir doch nicht mehr helfen. Lange können wir uns nicht mehr halten. Sehen Sie da! Es ist soweit, Sergeant. Wir sprengen. Halt! Was soll das heißen? Eine Falle! Das haben die nicht nötig. Schließen Sie das Tor! Die ziehen nicht ab, die sind drüben im Wald. Im Wald? Nicht feuern, sie greifen nicht an! Ich habe gesagt, ihr sollt nicht feuern. Öffnen Sie das Tor, Sergeant. Ihren Säbel, Moro. Captain, was haben Sie denn vor?
Sie wollen verhandeln, ich reite Ihnen entgegen. Trauen Sie Ihnen nicht, Sie stellen Ihnen eine Falle. Ich begleite Sie. Sie bleiben hier. Verstanden? Mach das Tor auf. Hoffentlich sehen wir ihn noch mal wieder. Wenn er nicht wiederkommt, ist das mit uns aus. Kalun, du weißt, dass wir mit den Bleichgesichtern einen Vertrag haben. Ja, Häuptling. Du bist der Einzige, der ihn immer gehalten hat. Du kannst deine Soldaten, die Frauen und die Kinder nehmen. Ich schenke euch die Freiheit. Verlasst das Fort. Die Apachen sind großmütig. Zieht hin in Frieden. Aber kehrt nie mehr zurück. Ich nehme das Angebot Paktolas an. Die Apachen haben das ganze Regiment vernichtet. Keine Sorge, Oberst. Wir nehmen Sie mit. Nein, Captain, lassen Sie. Ich habe das Fort aufgegeben. Ich wollte die Frauen und die Kinder retten. Das war richtig. Ich habe Ihnen viel abzubitten. Sie sind ein tapferer Soldat. Sie haben es gezeigt. Danke, Sir. Die Apachen waren wieder die Herren der Schwarzen Berge. Das Dröhnen ihrer Kriegstrommeln hatte den Klang der Trompeten verdrängt und die Weißen mussten sich zurückziehen. Das Einzige, was an sie erinnerte, waren die Kreuze auf den Gräbern ihrer Gefallenen. Aber es kam der Tag, an dem Frieden zwischen den Weißen und den Apachen geschlossen wurde. Und wieder zog eine Kavallerieabteilung in das Gebiet der Schwarzen Berge. Sie hatte Befehl, für Ruhe und Ordnung in den Grenzgebieten zu sorgen. An ihrer Spitze ritt Oberst Kelun, dessen Name Gewähr dafür war, dass der neu geschlossene Friedensvertrag nicht wieder verletzt werden konnte.